In Belarus ist der politische Aktivist Mikolaj Autukowitsch zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der 59-Jährige wurde von einem Gericht in Grodno wegen der angeblichen Planung eines Terroranschlags, Hochverrats und der Verschwörung zur Machtergreifung schuldig gesprochen. Weitere 11 Aktivisten wurden zu Haftstrafen zwischen 2,5 und 20 Jahren verurteilt. Auch Ales Bialyaski, Gründer der belarussischen Menschenrechtsorganisation Vjasna, sitzt weiterhin im Gefängnis. Bialyaski erhielt in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Präsident Alexander Lukaschenko hatte nach der Wahl im Jahr 2020 monatelange Proteste brutal unterdrückt. Dessen insgesamt 6. Amtszeit wird von der Opposition als gefälscht angesehen. Mehr als 35.000 Menschen sind verhaftet worden. Tausende wurden in den Gefängnissen gefoltert.